Ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem 2:1 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Neben mir begrüße ich die beiden Trainer, Janosch Radoki und Vitor Pereira. Für ihn wird wie immer Alex Allegro übersetzen. Das erste Wort zum Spiel gehört unserem Gästetrainer. Bitte schön. Ja, zunächst mal Glückwunsch an die Löwen zu ihrem Sieg. Zum Spiel selber. Meine Mannschaft hat heute ein hervorragendes Spiel gezeigt. Nicht nur in der ersten Halbzeit, sondern auch in Unterzahl in der zweiten Halbzeit. Wir haben über 90 Minuten sehr, sehr wenig zugelassen, haben mit großer Leidenschaft sehr viel Disziplin verteidigt und haben in der Vorwärtsbewegung teilweise sehr, sehr gute Tormöglichkeiten herausgespielt, die wir aber dann nicht nutzen konnten. Dann kriegen wir natürlich 2 Minuten vor der Halbzeit einen Elfmeter. Ja, ist natürlich extrem grenzwertig. Dann gibt es in jedem Spiel müsste man dann 16 Elfmeter geben, weil es war einfach nichts. Ja, und dieselbe Situation gibt es dann auch in der zweiten Halbzeit. Da gibt es aber keinen Elfmeterpfiff für uns. Und das ist halt in dieser Situation für uns natürlich nicht ganz einfach zu verkraften. Aber wichtig für uns ist es, dass wir uns in unserer Leistung stabilisiert haben im Vergleich zur Vorrunde und dass wir aber noch weiterarbeiten müssen, weiter unsere Leistung nach oben entwickeln müssen, um dann nächste Woche gegen Hannover dann auch die Punkte für uns einzufahren. Danke. Dankeschön, Herr Radoki. Vitor, bis zum Ende hat die Mannschaft alles gegeben, letztendlich ein bisschen glücklich gewonnen. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Boa noite a todos. Assim, do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico, não foi fantástico, né? Não foi um jogo de qualidade. Agora, houve emoção, houve muita vontade, mas para mim, para considerar um bom jogo, eu tenho que ver qualidade tática, qualidade técnica, e hoje não foi isso que aconteceu. Portanto, temos que melhorar a nossa organização, a nossa qualidade, a nossa confiança para jogar, e então aí sim estaremos mais perto daquilo que eu gosto, do meu conceito de futebol. Also taktisch und technisch war das kein fantastisches Spiel. Wir hatten nicht die Qualität, die ich erwartet habe. Es war ein emotionales Spiel, da war auch viel Wille drin, aber war im Endeffekt kein gutes Spiel. Jetzt die Zeit ist zu nutzen, damit wir besser werden, und mit der Zeit werden wir auf jeden Fall besser. Vielleicht noch eine kleine Nachfrage. Wie hat es sich für ihn persönlich angefühlt, heute den ersten Sieg hier vor den Fans zu feiern? A atmosfera foi uma boa atmosfera, senti-me bem, apesar de, pronto, naturalmente, quero mais qualidade, quero mais... Fundamentalmente, o futebol para mim não é só resultado. O resultado é importante, os 3 pontos são importantes, até para estabilizar um bocadinho emocionalmente a equipa, mas eu gosto de ver bons jogos, eu gosto de assistir a bons jogos. Podia ter sido, estaria muito mais contente se tivesse ganho e se tivéssemos feito aquilo que, por exemplo, vi fazer neste tempo de paragem nos jogos que tivemos de preparação. Hoje tivemos dificuldades, defrontamos uma boa equipa e acabamos por ser felizes no resultado final. Also es war auf jeden Fall eine schöne Atmosphäre für mich, aber ich will halt mehr Qualität haben. Fußball ist für mich nicht nur Ergebnis, da gehört auch ein bisschen Qualität an unserem Spiel. Aber Siege sind immer wichtig, um die Mannschaft auch emotional zu stabilisieren. Aber ich würde sehr glücklich sein, wenn wir das gezeigt hätten, wie auch im Trainingslager in den Testspielen gezeigt haben. Das wäre gut, und das wird auch so sein in die Zukunft. Dankeschön fürs Erste. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Mein Kollege steht mit dem Mikrofon für Sie parat. Der Kollege Fussek. Herr Pereira, wie viel Pereira war heute schon in der Mannschaft zu sehen? Eu esperava ver mais, mas vimos vontade
de ganhar o jogo. Muitas vezes a equipa a querer, a não saber gerir bem os momentos do jogo, porque o futebol não é só correria, não é só vontade, não é só correr, não é, o futebol para mim não é recuperar a bola, perder a bola, recuperar a bola, perder a bola, recuperar a bola, perder a bola, e nós hoje tivemos muitos momentos em que até ficamos cansados de ver tanta bola perdida e tanta bola e tanta luta, tanta correria, não é? O futebol para mim não é isso, o futebol é muito mais do que isso, e espero dentro o mais breve possível ver a minha equipa jogar um futebol a outro nível. Also ich habe mir natürlich mehr erhofft vor dem Spiel, aber der Wille war da und das war gut, aber wir haben oft die Spielmomente falsch eingeschätzt und im Endeffekt war dann ein Hin und Her, was Fußball ist für mich kein Hin und Her, war im Endeffekt, wir waren dann müde sogar zu sehen, immer Ballgewinn, Ballverlust, Ballgewinn, Ballverlust, und das müssen wir in die Zukunft natürlich ändern. Gibt es weitere Fragen? Patrick Kleimann vom Kicker. Senor Pereira, Sie haben heute Sebastian Bönisch auf der rechten Innenverteidigerposition spielen lassen. Der hat in seiner Karriere bisher hauptsächlich links und innen gespielt. Was haben Sie sich davon erhofft und wie haben Sie ihn heute gesehen? Estou habituado a jogar na esquerda, mas também pode jogar na direita, como pode jogar a meio. Portanto, eu vou trocando. É mais difícil um canhoto jogar na direita do que um destro jogar na direita. Portanto, não é, acho que não foi por aí, sinceramente não foi por aí. O Manis veio muito tempo parado. É um jogador que tem uma característica que eu aprecio, que é meter o passe vertical, ter intenção de meter o passe vertical no meio das linhas defensivas adversárias, e isso eu gosto que os meus defesas tenham essa intenção, não só de jogar para o lado, mas jogar no meio da pressão e meter o passe tenso no meio da pressão. Portanto, e o Bunnies muitas vezes tentou, às vezes consegue, outras vezes não. Também é preciso linhas de passe, quero que os homens que jogam no meio da pressão saibam abrir linhas de passe, saibam jogar no interior da pressão, mas isso é um trabalho. Nós, fundamentalmente hoje, senti a equipa um pouco nervosa, um pouco receosa, um pouco. A equipa precisa de pontuar, precisa de pontos para estabilizar, para ter confiança num jogo diferente. Hoje jogamos com algum receio. Hoje não fomos aquela equipa a jogar com a sentir confiança no seu jogo, não é? Temos que dar um bocadinho mais de tempo. Isso foi o que eu vi nos jogos a brincar. Hoje, que foi o jogo oficial, já perdemos comportamentos, e também porque defrontamos uma equipa bem organizada defensivamente, que soube também pressionar e que nos criou dificuldades. Also Bönig, Sebastian Bönig links oder rechts, der kann auch zentral spielen. Das war nicht das Problem. Der kam aus einer Verletzung, aber der hat eine gute Charakteristik, die ich gerne mag, die ich sehr gerne mag. Der spielt oft tiefe Bälle. Der sieht tiefe Bälle, der will immer tiefe Bälle spielen. Und das will ich von meinen Abwehrleuten. Manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht. Aber das hängt ja auch nicht nur vom Bönig oder von dem Abwehrspieler, sondern auch oft von den Passannehmern, ob Bewegungen vorne zwischen den Reihen entstehen. Die Mannschaft war halt heute nervös. Hat man gesehen, dass die nervös war. Nicht wie in den Testspielen, aber war heute war auch ein guter Gegner auf dem Platz. Und muss man auch Gegner loben. Die haben auch eine gute Leistung gebracht. Hier vorne gibt es noch eine Frage. Plettenberg, Bild München. Mr. Pereira, for which positions do you need more quality or do you need more players, new players? Eu gostava que vocês fizessem perguntas também ao meu colega, né? O meu colega para falar também de futebol, para eu ouvir também falar de futebol. Ich würde auch gerne, dass ihr Fragen an meinen Kollegen stellt, damit ich auch
über Fußball, damit wir über Fußball reden, damit ich mehr über Fußball geredet wird. Senão sou eu que tenho a bola e ele só pode defender, não pode. Dann habe ich nur den Ball und der kann nur verteidigen, der kann auch ein bisschen angreifen. Ich verspreche ihm eine Fördfrage, wenn ich auf die Frage eine Antwort bekomme. Ja. Wie war die Frage nochmal? Die Frage war, woher Pereira bedarf sieht, Qualität zu erhöhen und neue Spieler zu bekommen? De uma forma geral, em todos os setores, né? Em todos os setores. Nós podemos melhorar o nível desta equipa, dos jogadores desta equipa, dos jogadores que cá estão. Podemos melhorar, podemos não, vamos melhorar o nível. Vamos melhorar o nível, vamos melhorar a organização, a confiança para jogar. E estes jogadores que vêm a novos vêm ajudar a elevar o nível da equipa. Portanto, vêm para nos ajudar e daqui a algum tempo vamos jogar com certeza jogo diferente. Also insgesamt braucht die ganze Mannschaft Qualität, aber die Mannschaft oder wir brauchen auch die aktuellen Spieler besser zu machen und die werden wir auch besser machen. Wir werden die besser machen, wir werden denen Selbstvertrauen geben und mit den neuen Transfers werden wir auf jeden Fall stärker werden. Die Frage an den Fürther Kollegen bitte. Jetzt bin ich gespannt. Dann, wie versprochen, die Frage, war denn heute gegen eine nicht überragende 60er-Mannschaft mehr drin für Fürth? Ich fasse mich kürzer. Ja, war mehr drin. Ganz herzlichen Dank. Gibt es weitere Fragen? Das eine letzte Frage. Gerne. Janusz Raduki, ein Wort vielleicht zum Schiedsrichter, der ja aus Fürther Sicht sicherlich nicht unbedingt zum Besten eingegriffen hat. Kann ich 1:1 so bestätigen. Ja, also erstens, erste Halbzeit kein Elfmeter. So, wenn Elfmeter, dann zweite Halbzeit auch für Greuther Fürth ein Elfmeter. Von daher ist eigentlich die Geschichte so, von so einem Spiel sehr schnell erzählt. Die gelb-rote Karte, die kann ich nur stehen lassen, weil ich sage, wir haben sie auch mit 10 Mann ganz gut gemacht. Und waren ja mit 10 Mann ebenbürtig und hätten da trotzdem auch in Führung gehen können. Und von daher war es aber wichtig, diesen Elfmeter, 2 Minuten vor der Halbzeit. Die Löwen waren schon sichtlich verzweifelt. Und das wäre halt für uns dann schon ganz gut gewesen, wenn wir da mit 1:0 in die Kabine gegangen wären. Und hätten dann in der zweiten Halbzeit das Ganze ruhiger beginnen können. Ja, so haben wir dann gleich die gelb-rote Karte bekommen. Aber einfach von der Seite Riesenkompliment an die Mannschaft. Wir waren mit 2 U19-Spielern heute, sind wir aufgeschlagen. Einer von Beginn an und dann noch etlich sehr, sehr junge Spieler. Und da muss ich sagen, ganz, ganz großes Kompliment an die Mannschaft. Vor allem auch an die älteren Spieler wie Caligiuri, wie Hoffmann, die Jungs natürlich gleich, geführt haben. Ja, und so muss es sein, so entsteht der Mannschaft. So, und aber das Wichtige ist jetzt da nicht sagen, ja, wir waren ja super, wir haben verloren. Und es geht darum, dass wir das nächste Woche besser machen und gegen Hannover da diese Punkte dann für uns holen. Vielen Dank, Herr Raduki. Vielen Dank, Vitor Pereira. Ihnen allen wünsche ich einen schönen Abend und unseren Gästen eine gute Heimreise. Dankeschön.